Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty 2. So, wir haben hier unten noch ein paar Dinge zu erledigen. Nämlich einerseits hier, verschafft euch Zugang zur Burg Erok. Da ist irgendwas Komisches im Gange. Und andererseits da drüben diese verlassenen Katakomben. Und dann haben wir, da wir hier nicht rüber können, haben wir wahrscheinlich dieses Gebiet dort unten komplett abgeschlossen. Und darüber kommen wir vorerst noch nicht. Und dann müssen wir uns hier durchkämpfen. Und dann ist die Welt weiter offen. Dann haben wir prinzipiell, wenn wir das geschafft haben, hätte ich getippt, vielleicht 20% schon geschafft. Mal schauen. Zumindest von der Landkarte 20%. Wahrscheinlich ein Viertel oder so sind wir vom Spiel jetzt gerade durch. Ist auf jeden Fall interessant. Wir sind eine mächtige Nekromantin geworden. So viel steht fest. Und jetzt schauen wir uns mal hier um. What are you waiting for? Come at me! Stay down, you wimp! Have you learned your lesson? Get out! Who are you? How did you get in here? I will be asking the questions, thank you. You conspire to assassinate me at the Petil Gates. Who is your master? Speak up! The insolence. I know nothing of the attempt on your life, and I cannot let such an insult slide. Ah, righteous anger. Very good. You could perform before the court. However, I don't believe you in the slightest. Since when do my allies let brazen madmen into my ancestral fort? What are you staring at, you buffoons? Get this scum out of here this instant. If they persist in trying to enter the castle, kill them on the spot. First you deceived Horus, and now you're hanging your own knights out to dry, huh? That's not nice. Be that as it may, I won't set foot outside my castle. As for you, you'll be sent flying like a whipped dog. You wish to fight me, Farad. Not your brightest idea, I think. Aha, ich habe die Assassinen auf meiner Seite, wie es scheint. Ein sehr starker Feind ist es trotzdem. Stufe 10, sehr ausgeglichen. Wir haben aber, 8 Stück von diesen Assassinen haben wir auf unserer Seite zusätzlich. Aber der hat halt, Lichtgeister sind stark. Ritter sehen auch stark aus. Armbrustschützen. Schwertkämpfe und noch mehr Armbrustschützen. Ah, cool. Lol. Erstmal hier drin umschauen. Eine korrupte Wache. Das sind sehr starke Truppen vor mir. Also, ich habe zwar... Ich gehe nochmal rein. Ja, ich habe zwar Assassinenunterstützung hier zum Glück. Aber trotzdem ist die Truppe immer noch ausgesprochen stark. Würde ich behaupten. Na gut. Ich bin Chicken. Ich bin feig wie ein Hühnchen. Und gehe jetzt den letzten Weg, der mir gerade aktuell offen ist. Weil ein sehr starker Feind... Sehr starker Gegner ist nicht gut als zum Bekämpfen. Und jetzt habe ich wenigstens noch die Bestätigung. Genau, darüber kann ich nicht. Jetzt habe ich auch... ich muss über das Flüchtlingslager. Jetzt habe ich auch endlich die Bestätigung, die ich brauchte. Nämlich um zu wissen... Gegner. Kann ich die mir auswählen? Prinzipiell. Beziehungsweise Gegner sind manche optional. Beziehungsweise... Gegner, wie sieht es aus bei denen? Wird es mir angezeigt, wie stark sie sind. Und das ist jetzt ein Indiz dafür. Ja, das wird mir. Sehr starker Feind ist ein Gegner, der nicht auf meinem Level ist. Ebenbürtiger Gegner ist schon angenehmer als Gegner. Gut. Ich habe nicht mehr viele Optionen. Dann muss ich mich für irgendwas entscheiden. Dementsprechend... Gehen wir jetzt hier entlang und schauen uns hier um.
Ja gut, dann muss ich absteigen, weil hier gibt es wieder neuen Stuff. Das Problem in diesem Spiel, oder in King's Bounty jederzeit, war immer, man musste dann ein bisschen... Und das gefiel mir. Tatsächlich, dann haben wir das hier wieder. Metroidvania-mäßig musste man sich halt aussuchen. Immer mal schauen, wo sind denn die nächsten Kämpfe? Welche Optionen hat man? Was ist denn vielleicht das Einfachste zurzeit? Und sammelt man vom Schwierigkeitsgrad her eins nach dem anderen, so in etwa. Wir wissen jetzt, dort unten ist ein sehr starker Feind. Ich glaube, ich könnte... Bist du ein Bär? Schwarze Tiere. Okay, vor mir sind ein paar Wildtiere. Wie sehen die aus? Ein tödlicher Feind sogar. What? Ein tödlicher Feind? Urzeitbär. Wölfe. Das ist ein tödlicher Feind? Das kann ich nicht... Das sieht doch gar nicht so aus. Wo ist das ein tödlicher Feind? Der ist ganz stark, aber... Der kann halt auch nichts anderes. Raserei. Das probiere ich jetzt mal. Vielleicht stimmt das auch nicht ganz, die ganzen Anzeigen. Tödlicher Feind ist zwar respektabel... Oder sollte respektabel sein, aber... Verwirrend. Das Schlachtfeld ist nicht gut. Das Schlachtfeld ist gar nicht gut. 4, 2, 3. Wer ist 1? Ah ja, meine Meuchler sind 1. Natürlich sind meine Meuchler 1. Die können sehr weit fliegen. Die Ghule lassen wir mal hier hin. Die Skeletons mal dahin. Die Bogenschützen hierhin. Jetzt muss ich die nochmal anschauen. Und das, der Rest passt eigentlich. Bin mal gespannt. Mittlerweile ist auch bekannt, ja, ich verliere. Also erstmal machen wir das. Okay. Nee. I see, I see. Okay. Ja, ich verstehe. Aber warum? Das sind Wölfe. Warum sind die so stark? Wieso haben die so... Warum mache ich denen keinen Schaden? Was ist hier los? Bonusrunde. Tja, leider könnt ihr sowieso nichts machen. Verwirrung, die eine bewegt Angreifer oder jede Art andere. Wir wissen jetzt auch mittlerweile, dieses Mana, das ich hier verbrauche, das verbrauche ich auch wirklich. Also, das ist dann weg. Die Ressource Mana ist dann weg. Also müsste ich auch immer darauf achten, ob ich genügend Mana da aus so einem Kampf rausbekomme. So, Vögelchen. Was macht ihr? Die betteln sich. Na, ist in Ordnung. Weil dann können die Hunde nur noch gegen die Ghule vorgehen, oder? Oder noch besser, die haben keine Chancen, keine großen Chancen. Wenn ich den Giftschaden mache, sollte es bewirken, dass die eigentlich draufgehen. Wobei, die müssen ja sowieso was machen. Das ist problematisch, dass sie halt niemanden das sehen. Aber Wahnsinn geht trotzdem, dann kann er die Wölfe angreifen.
Ja gut, dass ich die angreifen muss, ist leider so. Das ist leider so. Und dann können die tatsächlich noch die Fähigkeit... Ah, brauchen sie jetzt nicht in dieser Runde. So, der wird jetzt richtig, richtig reinhauen, hoffe ich doch mal. Jawohl. Das hat beiden ordentlich wehgetan. Wobei, dem deutlich mehr als den anderen. Nochmal Feuer. Mögen die klein bleiben, mögen die sehr klein bleiben. Oder klein werden zumindest. Aber bisher ist es nicht so ein tödlicher Fall. Wir haben halt noch nicht gegen den dort oben gekämpft. Die Hundis wurden von den Skeletten gekillt. Tatsächlich ist nur der der übermächtige Feind. Aber wenn wir alle gegen den vorgehen... Die Ghule sind schwach. Okay. Die Skelette sind tatsächlich ordentlich, aber die Ghule sind schwach. Ich glaube, ich muss hier raus, sonst sehe ich da nichts. Oh, die treffen doch. Ist gut, Schwäche auf den. So, wenn ich das auf die spiele, damit sie schneller laufen können und mehr Rüstung haben, dann kann ich sie... Ja gut, hierhin bewegen und angreifen. Der Bär, dass der im Weg... Oder dass die Wölfe dem Bären im Weg sind, ist es immer noch gut. Okay. Ich muss ihn finishen. Auf einen Schlag, so in etwa. Okay. Gut, dass ich Rüstung habe. Okay, hat er keinen Schaden bekommen? Moment. Wie viel Leben hat der Dude? 1000 Leben! Ja. In Ordnung. 1000 Leben ist nicht gerade wenig. Ah, schade, der ist nicht draufgegangen, aber der ging auch dann. Genau, dann stirbt er. Er hat noch ein Skelett mitgenommen. Die werden halt aufgerieben dadurch. Okay, es könnte sein, dass wirklich der tödliche Feind der da ist. Nur der da, den ich nicht, den ich jetzt auch nicht mehr angreifen kann von da aus. Ah, shit, mit den Ghoulen habe ich schon angegriffen. Der macht halt meine Skelette, sobald deren Buff weg ist, kaputt. 200 Heilung. Bonus auf Crit. Keiner Strudel. Verwirrung. Ja, ich werde diesen Kampf nicht gewinnen können. Der wird es schaffen, durch seine Heilung alle zu besiegen. Krass. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt nur noch Grenzen. Wir haben aktuell nur noch Grenzen und haben nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten. Ich befürchte... Okay, ein tödlicher Feind. Das überrascht mich sehr, muss ich zugeben. Aber gut, die haben hier geiles... Die haben hier erwartet, dass da geiles Stuff ist. Meine Untoten können da halt gar nichts. Und solange ich nicht...
Tatsächlich, das ist ein kleines Problem. Ich kann zwar mit Führung noch ein bisschen Power rausholen und mehr Truppen und sowas generieren. Das geht schon noch. Vielleicht finde ich auch noch bessere Truppen. Das geht vielleicht auch noch. Aber ich befürchte, das Problem auf Dauer wird es sein. Ich brauche stärkere Magie bald. Das bedeutet, ich glaube, ich muss einfach da zur Magierstadt. Magierstadt bedeutet vermutlich, dass ich gut Magie lernen kann. So, ich muss noch den letzten Trupp hier anschauen. Wie stark sind die? Jetzt sind auch die Vögelchen hier. Wie stark ist dieser Gegner? Ein starker Feind. Auch ein starker Feind. Aber wisst ihr was? Dann machen wir doch erst die eine optionale Sache zumindest unten. Dann machen wir die eine optionale Sache da unten. Das war kurios, dass ich halt echt nirgends hier weiterkomme, so richtig. Meistens kommt das Pferdchen von links, kann das sein? Wenn der Platz ist, kommt es meistens von der linken Seite. Na gut, also doch, bleiben wir beim Ursprungsplan. Ich habe mal meine Grenzen ausgelotet, habe festgestellt, ich habe noch Grenzen. Ich habe auch gerade auf der Karte gesehen, hier ist irgendwo ein Schatz. Vorne rechts. Wahrscheinlich im Kampfgebiet. Vorne, rechts. Hier. Ah, ich kann das noch von euch klauen. Ha. So, okay. Zusammen mit den Meuchlern werden wir den... Moment. Oh nein. Die anderen hießen starker Feind, oder? Das sehr starker Feind nochmal eine... Extra Portion. Ja, tatsächlich war das bei King's Bounty früher auch leichter. Mit der 2D-Map waren die Wege nicht so weit. Deswegen konnte man da schnell hin und her mal schauen. Was ist denn jetzt der passende Gegner für einen? Ja, und hier stelle ich jetzt fest, ich glaube, wenn das ein sehr starker und das ein tödlicher Feind ist, ist das ein der einzige Ansprech- oder annehmbare Gegner, wie es aussieht. The incantation is working. Wenn du nur ein starker Feind bist, bist du das Einfachste, was ich jetzt gerade als Gegner haben kann. Oh, sogar ein Belagerungsfort. Das ist ja cool. Die Vögelchen sind als zweites dran. Zuerst sind natürlich meine Meuchler dran. Die da. Die können mich dann erwischen, oder? Und die Gegner müssen hier rüberkommen. Die Vögelchen. So, ah, genau, die kommen direkt darüber. Das ist gut. Die Meuchler hierhin. Die Geister dahin. Und let's go! Meuchler. Meuchler gegen die da. Die sind stark. Oh, die kämpfen von alleine. Ich habe das nicht befohlen, aber ich hätte es befohlen. Das ist cool, dass man auch mal verbündete automatische Einheiten dabei haben kann. So, die kommen dran. Das ist schlecht. Doppelschuss. Moment. Doppelschuss? Kann ich die nicht auch haben? Ich hätte auch gerne eine Einheit mit Doppelschuss. Ich will die anschauen. Nein, meine Ghule sind tot. Meine Ghule wurden vernichtet. Die Vögelchen müssen jetzt kämpfen. Aber die Vögelchen kämpfen, die werden geopfert, ja. So ist es halt. Okay.
hätte vielleicht vorzaubern sollen, tatsächlich. Die kann ich wegmachen. Wichtiger sind aber die. Doppelschuss. Bösartige Fähigkeit. So, und jetzt versuchen wir die Nahkämpfer, die gerade an uns dran sind, einfach zu dezimieren. Bevor der Dude da ankommt. Sollten wir uns um die kümmern. So schnell wie möglich. Und das ist nicht leicht, weil die können was. Die halten ordentlich was aus. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, so eine starke Fähigkeit. So, wir hauen erstmal uns eine Verteidigung rein. Damit wir sie angreifen können, ohne große Verluste zu erleiden. Die Skelettkrieger sind echt gut. Muss man schon zugeben. Das dachte ich mir schon, dass er die wegmachen wird. Es ist zwar schade drum, aber dann braucht er auch noch mal länger, um herzukommen. Die Meuchler will ich eigentlich nicht opfern, deswegen... Die werden sich wahrscheinlich mit denen regelmäßig battlen. Oh, sehr gut. Und auch noch siegreich davon hervorgehen. Oh ja, die Heilung ist stark. Stimmt, die profitieren ja wahrscheinlich von meinen Fähigkeiten. Ich wollte gerade sagen, sind sie tot? Nein. Doch, sie sind tot. Die Meuchler sind so teuer und so wenige. Vielleicht sind die Meuchler doch nicht so gut. Nach ihrem spontanen Angriff am Anfang können sie halt nichts mehr. Also ein Fernkämpfer ist da wertvoll. Vielleicht kriege ich irgendwo... Ich glaube, ich habe die irgendwo gesehen, oder? Bogenschützen befreien. Auf Stufe 3. Was war das? Nee, ich wollte die Toten nochmal ansehen. Naja, es war... vorhersehbar, dass das ein schwerer Kampf wird. So, jetzt sind sie auf jeden Fall nicht mehr in Schlagreichweite. Die kriegen nochmal einen Hit ab. Dann kommt nochmal ein Magier. Der hittet auch nochmal auf die drauf. Crit sogar. Die können auch nochmal zuschlagen. Gut. Werden sogar wieder ein bisschen geheilt. Auch gut. Ne, die bleiben da mal. Der läuft ein Stück, aber macht nichts. Die Adler waren siegreich hier an der Stelle. Sehr geil. Da ist einer gestorben. Auch sehr geil. Was hat der jetzt gemacht? Was war das? Sowas macht Angst. Boah, ohne die Adler als Machtheld hier vorgehen. Möglich, aber echt schwierig. Was war nochmal dem seine Geierfähigkeit? Irgendwas geldtechnisch, glaube ich. Ich brauche stärkere Einheiten. So, die kann ich nicht erwischen. Schwächung vielleicht. Verwirrung. Alles macht den Schaden. Oder einen Buff. Heilen. Heilen ist nicht wiederbeleben. Wiederbeleben wäre besser. Bleibt bei der Standardtaktik. Nee. Diesmal muss ich den angehen. Der kommt langsam näher. Und er braucht langsam mal ein bisschen Schaden. Damit der Damage, den er verursacht, relativ gering bleibt. Der wird auf jeden Fall gegen die Skelette antreten. Das ist
ist auch absolut legitim, dass er gegen die Skelette angeht. Wobei, durch die Schwächung... Wird er nicht geschwächt? Nee, er wird nicht geschwächt. Verteidigung. Der soll herkommen und angreifen. Okay, ebenbürtig. Bonusrunde nochmal. Wird er nochmal zuschlagen. Und die werden sich nicht wehren. Oh, die Adler kommen hier zur Unterstützung. Muss ich zugeben, hätte ich nicht erwartet, dass die Adler damit kämpfen. Hätte ich eher erwartet, dass sie dort hinten hingehen. Dann hätte ich den Feuerstrahl auf den geworfen. Die Adler werden jetzt flankiert und sterben jetzt aus. Ich glaube, auf Dauer kommt es mich günstiger, wenn ich den besiegen könnte. Dann können sich alle nur noch um den dort, die dort hinten kümmern. Ja, yes, der ist auch dann. Starke Gegner. Wahrlich, starke Gegner. Warum darf ich nochmal? Oh ne, was? Wieso habe ich hier... Okay, das ist wahrscheinlich ein Bug. Schneller. Damit wir wieder ein paar Schritte vorlaufen können. Das ist zwar immer noch zu wenig, aber hey. Anders können sie sich nicht bewegen. So. Die Adler werden sich wirklich komplett opfern hier. Aber die nehmen noch einen mit. Und die sind in Schussreichweite. Ja, das ist easy. Hier, fangt selbst Pfeile. Einer hat's gemacht. So, und wie sieht's mit Magie aus? Jetzt nutze ich keinen Zauber selbst mehr. Jetzt sollten die Einheiten alles erledigen können. Wobei, naja. Der Adler. Ja, der Adler war erfolgreich. Der Adler hat bis zum Ende durchgehalten. Ja, ein paar agile Einheiten ist schon ein schlechter. Das war echt ein schlechter, dass ich die dabei hatte. Stellt euch vor, hätte ich die andere Wahl genommen, also den Machtweg, dann hätte ich ohne Unterstützung da kämpfen müssen. Ja, meine Meuchler sind auch tot. Oh, shit. Oh, shit. Hallo. Das ist Gewandtheit plus 1 Moral. Das ist ein generell schöner Gegenstand und nur that ungewöhnlich. Farmer's brother should be near here somewhere, if he's still alive. Ein sehr schöner Gegenstand. 3,8. 3,5. Aber das gibt halt auch Moral mit. Sehr nett. Oh Gott, was ist denn das für ein komischer... Also wie sieht denn der Stab aus? Naja. Muss die eine Tante jetzt hin? Hm. Holla die Waldfee. Also das war ein harter Gegner. Das stimmt schon. Habe ich ein Level abbekommen? Das war nämlich ein harter Gegner. Ne, kein Level ab. Oh, ich habe sogar Adler jetzt im Team. Hm, die will ich eigentlich nicht. Die Reserve verschieben. Dafür nehme ich die Ghule wieder. Wobei die Ghule sind, die taugen halt nichts. Die taugen halt gar nichts. Warum habe ich von denen bloß 7? Ich habe doch aufgefüllt gehabt, dachte ich. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt einen neuen Weg freigeschaltet. Eine neue Welt eröffnet sich jetzt. Wir haben den Hauptweg geschafft. Und jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten vor uns wahrscheinlich. Ah, da ist die Tante, die uns geholfen hat. Vielen Dank, vielen Dank. Let us see if everything's in its place. Stems of Marcellan Reaper.
two bundles? Sehr gut. Well, are you satisfied? Your courage is remarkable. My mentor Belinda and I are deeply grateful to you. Please accept this gift. It is magical, if humble. May the elements watch over your path. Gewandtheitspunkte. Ah, die habe ich doch gewollt, natürlich. Und Erfahrungspunkte. Die habe ich auch gewollt. Und das Spiel gibt mir immer noch nicht an, ob ich... nee, ich habe noch ein Stückchen bis zum nächsten Level. Aber beim nächsten Level kann ich dann endlich hier rein investieren. Wenn ich jetzt noch bessere Magie bekomme. Besser als mein Feuerball. Mein Feuerstrahl. Das wäre schon was. Außer überall Magie finden. Gold ist zwar ganz nett, aber Magie ist eigentlich ganz wichtig später. Weil die Zauber werden nicht günstiger, also muss ich viel Magie sammeln. Finde ich ein bisschen meh, die Taktik. Dass mein Mana, das ich ausgebe, auch eine Ressource ist, die ich hier sammeln kann. Entweder es gibt hier reichlich an Mana, oder ich muss sehr sparsam vorgehen, oder der Magier hat am Ende nichts mehr zu zaubern. Weil irgendwann... wären die Spells sehr teuer. Oh, wer ist denn das? Ich loote erstmal. Ich hol mir erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So wie es sich gehört. Genau, Mana. Das muss man hier finden. Es wieder mal einmal casten. Einmal einen Feuerstrahl casten. Das hast du schon mal gesagt, du wiederholst dich. Kunstvolle Kerze, Teller mit Gold drin. Hier ist viel Loot. Ich brauche... Die Meuchler gefallen mir. Aber vielleicht werden sie durch die Geister dann irgendwann ersetzt. Die Geister waren auch stark. Wer bist du? Reden wir erst mit dem oder befreien wir ihn direkt? Ich befreie ihn anscheinend direkt. Please. Forgive an old fool. I'll be grateful to you until my final days. That's too big of an honor. Can you find your way home? I'll be all right on my own. Thanks for asking. Oh, one more thing. The bandits have a mole in the town watch. His name starts with P. There is a Prim, I recall. Is it him? No. No. Not Prim. Ostum, that's it. That's the devil shielding the bandits. Because of him... The Watchmen don't even know those scum took the old outpost. Oh. Finde eine Wache namens Postum. Okay, aber vielleicht gibt es hier einen Teleport in der Nähe. Wir können ja uns erstmal umschauen, was ist. Ah. Ist da vorne. Nee, da vorne ist jemand anders. Tillich. Findet Flavius. Oh, ich habe einen Loot verloren oder vergessen. Hier ist noch irgendwas zum Looten. Wo genau? Rechts von mir. Hier unten dann wahrscheinlich noch irgendwo. Ah, eine Schriftrolle hängt da am Ziel. Eisstrahl. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit Schriftrollen zu arbeiten. Da spart man sich Mana. Turm der Magier und Rickville. Rickville war doch das eine, was angeblich das verfluchte Dorf da drüben vergiftet haben soll. Das ist vermutlich wieder eine Herausforderung. Da erwarten mich ein paar nette Freunde. Schauen wir mal an, wie stark sie sind. Geringfügig stärkerer Feind. Das gefällt mir. Aber tatsächlich bin ich gar nicht bei voller Stärke. Deswegen, wir haben Zeit. Ich schaue mich hier erst um, was hier alles Neues zu tun gibt. Oh, warum wird es hier... Belianische Sünfe. Auch hier gibt es einen... Untote? Zombies, tatsächlich. Starker Feind. Okay, das ist ein starker Feind. Geister. Okay, Untote. Ich sehe nicht, was vor mir irgendwie besonders ist. Habe ich irgendwo... Oh. Ist irgendwas? Schädel. Oh, da drüben. Ein sprechender Schädel, oder wie? Nice.
Moment, du bist von da gekommen. There's no one here. There's no one here. Was wird er so wegen Flavius und so ein Hinweis? There is no one here. Mana, wichtig. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob Mana sogar wichtiger ist für mich als Magier. Okay, hier sind überall Kämpfe. Weiter geht's. Weiter erkunden. Neue Möglichkeiten. Jetzt müssen wir langsam anfangen, mit Möglichkeiten zu arbeiten und zu schauen, wo können wir weitermachen, was können wir tun. Wir können mit dem da erstmal reden. Was will der von uns? Schwanengesang-Quest, was? What made you scream like a startled babe? There, in the field. I've never seen anything like it. There, do you see? Calmly. Pull yourself together. Was ist da? A necromancer. Or a monster. A dead body. Horrible. Not just dead. There was something swirling in the air above it. Like smoke, but it did not move like smoke. Something that chilled me to the marrow. Believe me. I've been places, seen awful things. I survived a storm at sea, fought off cutthroats. I saw a troll up close once. Ooh. Not impressed. But I've never seen an abomination like this. I was so disgusted I was about to commend my soul to the Creator. I can see that you are unimpressed. Go, have a look at the corpse. Do something about it. Schwanengesang. Ich speichere mal, weil einen Kampf kann ich mir nicht erlauben. Ich bin nur am Kundschaften gerade. Ich möchte... In dieser Folge möchte ich nicht nochmal kämpfen eigentlich. Erstmal hier... Looten. Mana. Sehr gut. Ob man sich Mana irgendwann für Gold kaufen kann? Wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Was ist für ein Sound hier? Da ist irgendwas. Ein Korps. Hieß es ja. Wir gehen mal hier weiter. Weil ich wittere genau. Loot. Wir waren hier schon auf diesen Aschewegen, die, wenn man sie befriedet, wieder normal werden. Mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein. Immer mal die Map checken. Ah, sieht kostbar aus. Oh, da war einiges drin. Wir haben ja auf jeden Fall Leere. Leere bedeutet bisher noch nie was Gutes. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch nichts Gutes werden, wenn ich die Leiche anspreche. Oder anschaue. Sehr starker Feind. Das ist aber cool, dass man sich immer wieder zurückziehen kann. Okay. Ja, dachte ich mir. Es gibt hier normalerweise nie was Leichtes. Und ich brauche erst Stärke. Aber das ist auch cool. Die Wache werden wir auf jeden Fall in diesem Part auch noch holen, ansprechen, was auch immer. Eigentlich wollte ich mal schauen... Nicht umschauen, was für neue Gebiete hier. Vielleicht kommen wir sogar in die Magierstadt direkt. Was haben wir hier alles? Sieht übersichtlich aus, tatsächlich. Gibt es hier Loot versteckt? Wenn, dann sehe ich es nicht. Was haben wir vor uns? Hugos Eltern. Genau. Warum sind Hugos... Ah, den suchte ich. Der nächste Markstein. Oh, was haben wir da drüben? Auch interessant. Haus der Wahrsagerin. Und dort oben ist ein Mana-Schrein. Auch gut. Ein Mana-Quell. Ein Gegner muss ich leider noch irgendwo besiegen, damit ich ein Level abbekomme. Mana-Überfluss. Heißt wohl, ich könnte mir vorstellen, dass Mana-Überfluss so ein Buff ist, wo ich in der im nächsten Kampf... einfach massenweise Mana nutzen kann.
Rick will sieht ziemlich leer aus. Aber es reden da welche. Also es ist nicht ausgestorben, so wie das andere Dorf. Ich sehe nichts. Aber es ist lohnenswert, ins Nichts einzutauchen. Das ist gut gewesen. Das ist der Kampf. Haus der Wahrsagerin. Jugos Eltern. Da drin gibt es einen Rekrutierer. So langsam müssen wir auch höhere stufige Einheiten mal bekommen. Weil sonst wird's knackig langsam. Andererseits, dann fehlt mir wieder die... dann fehlt mir die Führungsstärke. Ah, da habe ich was übersehen. Dann fehlt mir die Führungsstärke, die zu führen. Die höheren Truppen, die kosten viel Führungsstärke. Ich muss unbedingt nochmal bei den Untoten vorbei. Ich brauche neue Untoten. Wobei, in der Stadt ist eher das richtige Ziel. So, dann erledigen wir mal das mit Hugo. Nein? Doch. Help! Murder! I don't see anyone being murdered here. I'm the headman's wife. He and some men are across the river at the mill. The undead have surrounded them. A whole horde of the creatures. I beg you, help them, or they'll be massacred. What about the guards? I could use some help here. Never mind those yellow bellies, they won't come. They claim the village is under siege, and they can't open the gates until the undead are gone. Okay, das ist schlecht, was ich hier mache. Wir lernen hier lauter neue Quests. Rette die Leute bei der Mühle. Stellt in Rickville die Ordnung wieder her, okay. Untersucht die schreckliche Leiche, finde ich tatsächlich Geschöpfe. Da ist ein Schädel, mit dem man quatschen kann. Hier gibt es viel zu tun. Hier gibt es wirklich wahrlich viel zu tun. Aber ich will zurück. Ich will den Wachmann stellen. Aber vorher... Den will ich auf jeden Fall stellen. Aber vorher gehen wir mal schnell zu unserer Freundin. Ich gehe mal ein Stückchen außen rum. Nicht, dass ich was triggere. Ich brauche nämlich neue Truppen. Die sind durch magische Weise ausgedünnt worden. Ausgedünnte Truppen ist schlecht. Und wenn ich dann den nächsten Kampf oder vielleicht bei der nächsten, oder jetzt da bei der nächsten Quest vielleicht auch, dann theoretisch muss ich wieder vorbei. Weil ein Level Up bedeutet bestimmt, dass ich ein, zwei neue Truppen habe. Dass die Grenzen sozusagen erhöht werden. Bis zu einer gewissen Maximalgrenze. Bei den Skeletten, glaube ich, kann ich nicht höher. Da bräuchte ich jetzt einfach nur bessere Truppen. So, rüsten wir uns mal wieder aus. Von denen habe ich leider welche verloren. Nehme ich wieder. Noch sind sie gut. Und von den Ghoulen. Tatsächlich im Level sind sie auch noch viel aufgestiegen. Dann werden sie natürlich besser. Was? Wieso wurde die Quest aktualisiert? Warum wurde gerade die Quest aktualisiert? Oh, vielleicht sollte ich einfach mal in die Quest reinschauen, nicht wahr? Aber wie nahe steht Post um den Straßen? Wird sein Kommandant Prim mir Glauben schenken? Ach so, habe ich ihn jetzt belauscht oder irgendwie sowas? Nee, also ich bin ja kurz an ihm vorbei und da hat er wahrscheinlich was erzählt. Warum steht da einer mitten auf der Straße? Same to you. What do you want? I wanted to ask for your help with a somewhat delicate matter. I need to drive my spice caravan along the Rickville Road. What does that have to do with me? Go on and drive it then. You see, there are certain unpleasant people there on the road who enjoy spices very much, and well, I'd rather not encounter these unpleasant people. Be quick about your tale. I can feel my hair turning gray. Word on the street is that you, Honorable Possum, are a powerful mage who may flick his magic wand and poof, I see the unpleasant people no longer, and they cannot see me. Well, well. 50 gold then, and my magic wand goes. Okay, das
wird mir langsam zu schweinisch. Wir reden mit ihm. So that's who you are. Postum. Who are you? What do you want? Your accomplices at the old outpost are standing in my way. And you're about to answer for that. What? Please, Your Excellency, have mercy. Should I execute you? You're too small a fish even for a former countess. Perhaps Prim should decide your fate. Wait. I'll pay generously for your silence. I mean, I wish to reimburse the crown's losses and deliver the fee to her most worthy deputy. But not in gold. Not in gold? What else do you have? I can put you in touch with the Free Archers. They are second only to the elves in bowmanship. You have my word for it. The famous Free Archers. They used to be the terror of the roads from Marcella to Riggern. Well... Be wise. Find Snip in that yard over there, and whisper in his ear that you're looking for the Merry Men. He'll understand what you mean. He's one of ours. Ganz ehrlich, ich hätte so oder so gemacht. Okay, eine Anarchiesache. Sehr gut. Und ich kriege die Archer, die ich haben möchte. Noch geiler. Hallo, Snip. Komm näher, ich möchte dir was Schweinisches ins Ohr reden. Heil Hydra. I'm looking for the Merry Men. Do you know where I can find them? Indeed. Who sent you? Your friend, Postum. In that case, the best archers of Nostria are at your service. For a price. Natürlich. 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 Und das ist doch geil. Habe ich auch Level Up? Ah, das reicht, glaube ich, nicht, oder? Reicht es? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, are you shitting me? Aber tatsächlich, geil, die besten Archer. Aber man sieht schon, die haben auf der ersten Stufe noch nicht ihre besonderen Fähigkeiten. Das ist interessant, die Kreaturen kriegen anscheinend auf höheren Stufen nicht nur bessere Werte, was ich vermute zumindest, also mit Level-Ups, sondern auch neue Fähigkeiten, weil die da konnten deutlich mehr, als wenn sie abgegradet waren. So. Die Ghule brauche ich noch als Kanonenfutter. Also kommen... andererseits. Ah, komm. Die Ghule kommen in die Reserve. Dafür kriege ich... juicy neue Bogenschützen. Die auch glücklich sind. Ja. Nice. Meuchler... Banditen, Bogenschützen, die, was haben sie denn eigentlich? Räuber, der von einer siegreichen Kampf wird um 3% erhöht. Okay, wir kriegen mehr Geld. Beziehungsweise mehr Beute. Insgesamt, das müsste auch Mana sein. Ausweichen wird für jede weitere Räuber ein... wir haben nicht weitere im Moment. Oh, gegen Wildtiere. Ah, stimmt, die waren schon im Lager. Die hatten Bogenschützen befreien, nicht... die freien Bogenschützen heißen sie. Okay, jetzt wissen wir auch ihren richtigen Namen. Aber Bogenschützen befreien hat man doch schon in diesem Räuberlager schon etwas südlicher. Die waren da ein wenig komisch und ihre Werte waren nicht so toll. Aber jetzt, wo ich weiß, dass sie auf Stufe 3 Doppelschuss lernen, sollte ich sie doch mal leveln, nicht wahr? Also wir haben eine Einheit, die tanky ist. Ich überlege gerade. Eigentlich... Aber ich kann mir, glaube ich, keine zwei leisten. Wenn ich mir zwei Erdelementare leisten könnte, würde ich lieber anstatt dem zwei Erdelementare nehmen. Die können nämlich Fernkampf und im Nahkampf bestehen. So tanky-mäßig. Naja. Das ist was für die Zukunft vermutlich. Okay, hatten wir hier sonst noch was hier in der Nähe? Nee. Sehr gut. Okay, ich habe wieder eine akzeptable starke Truppe. Das bedeutet, beim nächsten Mal... werden wir unser Level Up uns gönnen. Das ist erstmal ein No-Go. Das ist erstmal ein absolutes No. Also dass das eher ein Go als das hat. Aber sehr starker Gegner. Das bedeutet auch erstmal eine Weile nichts tun. Ich weiß gar nicht, war der... Ich glaube, der Kampf war der chilligste von allen. Also wird das mein nächstes Ziel. Ah, das machen wir sofort. Das machen wir sofort. Nein, machen wir nicht. Ich weiß ja nicht, was dahinter ist. Vielleicht ist dahinter irgendwas Interessantes. Deswegen...
Machen wir das beim nächsten Mal. Oh ja, da werden wir dort aufleveln und dann schauen wir mal, was ein Level Up in Sachen Führungskraft und so uns ein bisschen mehr stärker macht. In dem Sinne. Und dann schauen wir uns da generell weiter. Hier die Mühle mit den Untoten, der Sumpf mit den Untoten und das verderbte Feld. Es gibt einiges zu tun. Aber das beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.